Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam, da die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auf YouTube kaum Kanäle, die sich eingehend kritisch, sachlich und fundiert mit dem Islam beschäftigen. Lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo. Aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, sind Atheisten. Weder bevorzugen wir eine Religion und heben sie als besser heraus, noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklinken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen so provokativ gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel auftauchen, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unaufhörlichem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hölle darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifisch gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop, dreckiger Mensch, Spamming 1, und unterstützt mich mit seiner Expertise, welche er durch Analyse sich angeeignet hat und früher mit einer simplen Lehrplattform allen zur Verfügung gestellt hat, heute in Zusammenarbeit mit anderen im Dauer-Response-Team auf Englisch zu finden ist. So übergebe ich das Wort ihm und er erzählt uns, wieso es keinen Atheismus gibt und was für ihn die Definition von Islam alles beinhaltet. Hallo, ja, hey. Was bedeutet Atheist? Was bedeutet Atheismus? Es ist eigentlich erschreckend, dass wir das heutzutage noch jedes Mal erklären müssen, aber es gibt immer noch Leute, die das noch nicht ganz verstanden haben, dass wir mit der Tatsache, dass ein Gott entweder existiert oder nicht, aber keiner weiß es, dass wir da noch großartig erklären müssen, wenn ich nicht daran glaube, dass es Götter gibt, dass es Geister gibt, dass es Drachen gibt, dass es irgendwas ist, dass ich dann einfach nur ein Mensch bin, der etwas nicht glaubt. Und dieses Nicht-Glauben hat aber nichts damit zu tun, dass ich etwas nicht weiß. Es gibt keine Götter, okay? Das sage ich als Mensch, aber nicht als Atheist. Als Atheist kann ich nur sagen, ich glaube nicht, dass es Götter gibt. Als Agnostiker sage ich, ich kann es aber mit Sicherheit nicht wissen, ob es nicht in irgendeinem Winkel, in irgendeiner Galaxie, in irgendeinem anderen Universum, ob es da nicht vielleicht doch Götter gibt. So, das heißt also, wenn ich Götter als so etwas definiere, die in einem Universum irgendetwas machen, veranschlagen, tun, tätigen, dann mag das ja möglich sein. Aber da bin ich eben Agnostiker, weil ich nicht weiß, ob das nicht vielleicht der Fall ist. Ich bin aber hier in diesem Universum, auf dieser Welt, auf diesem Planeten, und da gibt es keine Götter. Und ich glaube nicht daran, dass es diese Götter gibt. In dem Augenblick, wo jemand, der an Götter glaubt, mir seinen Lieblingsgott darstellt und mich überreden, überzeugen kann, nicht überreden, überzeugen kann,
dass dieser Gott tatsächlich existiert. In dem Augenblick bin ich kein Atheist mehr, weil ich nicht mehr glauben kann, dass es keinen Gott gibt, weil ja dieser Gott dann offensichtlich existiert. Das heißt also, wenn mir einer die Garage aufmacht und zeigt, hier, da ist ein Drache, dann muss ich an Drachen glauben, weil er ist ja da. Und genauso ist das auch mit dem Gott. Wenn der Gott da ist, dann ist er da, dann kann ich nicht einfach sagen, nee, den gibt's nicht. Das heißt also, es gibt nur ein einziges Argument und nur eine einzige Möglichkeit, einen Ungläubigen, einen Atheisten, einfach aufhören zu lassen, indem man das, was nicht geglaubt wird, einfach vorzeigt. So, das ist also der Atheist. In dem Augenblick, wo ich aber etwas nicht tue, tue ich ja nichts. Das heißt also, ich glaube nicht, dass Götter existieren. Ich spiele kein Golf. Jetzt kann man mir nicht sagen, du bist der Supersportler im Nicht-Golf-Spielen. Das gibt's nicht. Das heißt also, ich kann mich nicht identifizieren als Sportler, weil ich ja nichts tue, wenn ich nicht Golf spiele. Und genauso ist es beim Atheisten. Ich glaube nicht, also tue ich auch nichts. Und ein Ismus ist immer automatisch verbunden mit einer Tätigkeit. Das heißt also, ich habe ein Ziel, ich verfolge etwas, ich folge jemandem, ich folge einer Doktrin. Und das ist ja bei dem Nichtglauben nicht der Fall. Es bemühen sich natürlich Leute zu sagen, ja, aber du folgst doch Hitchens und Dawkins. Nein, tue ich nicht. Und ganz im Gegenteil, ich kritisiere Hitchens aufs Äußerste, weil er zum Beispiel für den Irakkrieg war. Und das habe ich immer gesagt, ich bin gegen den Irakkrieg gewesen, schon immer, und Hitchens nicht. Und deswegen habe ich ihn dafür kritisiert. Dawkins macht sich für andere Sachen stark, die ich nicht unterschreibe, den kritisiere ich genauso. Das heißt also, ich habe keine automatische Loyalität irgendjemandem gegenüber. Das ist genauso, wie ich ein, zwei Lieder von Michael Jackson mag, aber nicht alle Lieder, die er geschrieben hat, oder von ELO oder Queen oder ist ja egal wer. Das heißt also, ich nehme immer die Sachen, die mir gefallen, die anderen lasse ich weg. So, deswegen heißt das jetzt noch lange nicht, dass ich Queen-Anhänger bin oder Queen-Hasser. Nein, ich finde ein paar Sachen gut, ein paar andere Sachen nicht. Und genauso ist es mit allen Sachen. Deswegen verstehe ich nicht, warum man da so absolut sein muss und sagen muss, du musst jetzt in diesen Karton, und da muss jetzt ein Deckel drauf und da muss jetzt irgendein Label da vorne draufgeschrieben werden und da muss irgendwas draufstehen. Da also, bin ich kein großer Freund von. Wenn du Queen magst, dann bist du automatisch zur Raster, das weißt du ja. Was bin ich denn? Zoroaster. Weil Freddie Mercury war ja ein Zoroaster. Ehrlich? Wusste ich gar nicht. Darf man bei den Zoroastern schwul sein? Anscheinend war das kein Problem, so wie es aussieht. Weil das war für mich damals der größte Schock meines Lebens, dass der Freddie schwul war. Das wollte, das konnte ich nicht wahrhaben damals. Ich meine, damals war ich noch ein Kind. Und ich fand Queen wahnsinnig toll. Und Freddie Mercury ist ja nun einer, der hat eine Stimme, die kannst du aus Tausenden rauserkennen. Es gibt ja Queen Revival Bands und weiß ich was alles mit den Original-Queen-Leuten, aber halt ohne den Sänger. Und sobald der den Mund aufmacht, merkst du sofort, aha, das ist nicht Freddie Mercury. Den nachzumachen geht nicht. Deswegen bin ich da ein Fan von dem. Ne? Aber ich wusste, das war für mich ein riesengroßer Schock, dass der schwul war. Aber dass der Zoroaster war, das wusste ich gar nicht. Aber da kannst du sehen, hat mich da nicht so für interessiert. Mir gefallen. Ja, ich habe nur eine Doku mal gesehen über Queens und halt über Freddie Mercury. Und da wurde das erwähnt, dass er vor allem in der Jugend der Religion schon angehängt ist. Und dann später halt nicht mehr so. Aber er hat sich immer dazu bekannt. Also er hat das nicht verleugnet oder unter den Teppich gekehrt. Aber er war halt einer der wenigsten Berühmtheiten, die eigentlich zu Raster waren, in der Moderne. Ja, da kannst du mal sehen, wie wenig ich mich für die Privatsphäre interessiert habe, sondern mir war halt die Musik wichtig und das war's. Das heißt also, ich bin ein sehr seltsamer Fan, weil ich eben kein richtiger Fan bin, sondern ich nehme halt die Musik und das war's. So, das war jetzt zum Atheisten und wir sind Leute, die betrachten sich den Islam eher objektiv. Das heißt also, mir ist es sturzpiep egal, was einer glaubt. Wenn einer einen Gott braucht, dann soll er den Gott doch haben. Weil es gibt viele Leute, die brauchen halt diese Krücke. Und ja gut, wenn jemand das braucht, dann warum nicht? Und im Islam gibt es ja auch positive Sachen und da gibt es ja auch Sachen, die man mitnehmen kann und sagen kann, ja, so gestalte ich mein Leben. Und das kann man ja durch Rosinenpicken durchaus machen.
aber wir gucken uns in den Islam eben ganzheitlich an. Das heißt also, wenn ich mir den Text des Korans angucke, dann versuche ich da nicht irgendwas Nettes rein zu interpretieren, sondern ich gucke mir wirklich das an, was da steht. Das heißt also, für mich ist der Koran eine politische Anleitung. Das heißt also, da sind Elemente drin, die in die Juristerei gehen, die in die Behandlung von Kriegsgefangenen gehen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist sehr stark politisch geprägt. Und das sehen wir ja auch in den Anfängen. Islam war immer ein Staat. Das heißt also, das Erste, was Mohammed angeblich gemacht hat, als er nach Medina ging, er hat erstmal einen Staat ausgerufen. Das ist also schon immer gewesen. Und diese ganze Trennung zwischen, oder diese Feindseligkeiten zwischen Schias und Sunnis dann, das geht ja nur um Politik. Und das Ganze wird aber bestimmt durch die Religion. Das heißt also, die oberste Autorität in diesem Staat ist immer der Gott. Wie das funktioniert, das wissen wir ja. Das heißt also, irgendjemand schlägt dann den Koran auf, findet das nicht, geht dann in die Sunna, findet das nicht, dann erfindet man das einfach und sagt so, das ist das, was Gott gewollt hätte, dass wir es so heute tun. Und da gibt es ja jetzt diese unheimlichen Auseinandersetzungen, wenn es darum geht, wie Frauen behandelt werden müssen, dürfen, können. Im Koran steht ganz klar drin, sie sind eine Stufe unterhalb der Männer. Jetzt merken die Leute aber, ja, das passt nicht so ganz ins 21. Jahrhundert und jetzt wird das dann ein bisschen aufgeweicht und ein bisschen weichgespült und dann versucht man halt das Ganze ein bisschen so darauf abzustimmen, dass es auch noch ins 21. Jahrhundert passt, aber richtig passen tut es eben nicht. So, das heißt also, wir gucken uns diese Ideologie an, die eine politische Ideologie ist, gleichzeitig aber ein starkes sozioökonomisches System ist. Das heißt also, die Muslime sind darauf aus, eine Umma, eine Einheit der ganzen Menschen, der ganzen Muslime aufzubauen, die eben aus allen Muslimen gemeinsam besteht, die es aber in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das heißt, das Witzige ist, dass jeder Muslim eine bestimmte Richtung hat und die aus 1,5 Milliarden die einzige ist. Das heißt also, jeder Muslim ist geringfügig anders als alle anderen, weil die Interpretationen geringfügig anders sein werden. Das heißt also, diese Gemeinsamkeit gibt es nicht. Die einzige Gemeinsamkeit, und so definiere ich zum Beispiel einen Muslim, ist jemand, der an den Gott glaubt, der im Koran beschrieben ist. Alles andere ist für mich optional. Aber das ist das Minimum, was ich dafür veranschlage, ist eben dieser Glaube an diesen Gott im Koran. So, das war's. Und wir möchten, dass Leute mitmachen. Bitte, bitte. Ruf mich an, keine Sau ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für Stefan Kees. Und dabei sind wir so liebe Menschen und so lieb und nett und wollen uns doch nur unterhalten und wollen doch nur verstehen, was die Leute eigentlich machen. Sprich für dich. Ich bin nicht immer lieb, auf jeden Fall nicht. Aber meistens bin ich schon zuvorkommend, sagen wir es mal so. Jedenfalls zum Zuhören, den oberen Link live.die-gottlosen.ch. Wenn ihr aber mitreden wollt oder halt mitschreiben wollt, live in der Sendung, müsst ihr in den Hangout kommen. Dafür der untere Link hangout.die-gottlosen.ch. Dann kommt ihr direkt in diese Hangout-Sitzung und könnt das loswerden, was euch auf der Seele liegt, was euch belastet über die Sendung, über uns oder über den Islam, notgedrungen auch über das Christentum, Hinduismus, Christentum, Judentum natürlich, Shintoismus, und wenn einer ein alter Maya-Religionsanhänger ist, kann er auch darüber reden, über den Quasi-Gottel, ist mir alles recht. Wenn er ein Aborigi ist, kann er über die große Regenbogenschlange reden, ist mir alles recht, einfach reinkommen und drüber reden. Wir sind, aber wie mir gerade einfällt, wir sind ja nicht nur Atheisten, wir sind ja auch A-Islamisten. Ja, und? Was willst du jetzt genau damit sagen? Da würde ich jetzt nicht die Gottlosen hinschreiben, sondern die A-Islamisten. Das gehört ja zum Gottlossein. Das ist der Überbegriff. Nein, gottlos hat nichts mit Politik zu tun, aber A-Islamist, ich finde das nur mit diesen Bezeichnungen so witzig, dass die Leute immer so Bezeichnungen haben wollen, so, ah, ich bin A-Islamist. A-Islamist. Ach, Kinder, ne. Smashala, Bruder. Wo war ich? Ja, einfach reinkommen und reden. Ich gehe einfach weiter zu den News.
Aber 5 News haben wir hier, die wir kurz angucken können. Und dann schauen wir uns ein bisschen die Anfänge des ersten Kalifat unter Mohammed an, wie sich das ein bisschen entwickelt hat, wieso sich das vielleicht entwickelt hat, etc. Hör mal, eine ganz andere Frage. Wie hast du eigentlich Weihnachten überstanden? Ich feiere kein Weihnachten mehr. Ja, eben, ich auch nicht, aber ich finde das immer furchtbar. Ich finde das zwar ganz nett, durch die Stadt zu laufen, aber ich finde dieses Getue und Gemache und frohe Tage und so weiter, das finde ich immer ganz albern. Ich finde es ein bisschen peinlich, dass man halt vor knapp 1,5 Wochen noch in Paris eine Versammlung hatte über den Klimawandel, dass man die CO2-Emissionen runtersenken muss, bla bla bla. Und dann quasi in der gleichen Woche oder eine Woche zuvor schon gestartet ist oder hat mit Weihnachtsbeleuchten. Also so richtig viel Stromverschwendung, meiner Meinung nach. Ja. Also heuchlerisch bis zum geht nicht mehr von. Und die USA hat natürlich da auch wieder mitgemischt und gesagt, ja, wir unterschreiben das, aber es gibt da ein Problem mit dem Vertrag. Ein Wort muss getauscht werden, sonst wäre das vielleicht zu verbindlich, diese Senkung der CO2-Emissionen. Oh, wei. Nee, ich frage nämlich Leute immer, wie habt ihr Weihnachten überstanden? Weil für mich ist Weihnachten immer so ein zwiespältiges. Was ich toll fand, war Weihnachten im Mittleren Osten. Der ist klasse. Du hast zwar dann so ein bisschen Schmuck, was ich ja immer ganz toll finde, und die machen dann alles Mögliche und das finde ich auch toll, aber du hast nicht dieses Heuchlerische. Du musst jetzt ganz, ganz, ganz fromm sein und ganz heilig und ganz dieses und jeder sagt ja und frohe Tage und so. Nee, das passiert dann nicht, sondern da hast du halt wirklich nur den Kommerz und das ist auch in Ordnung so. Also ich finde so Weihnachtsmärkte finde ich schon okay, aber. Ja, eben. Ich meine, persönlich kaufe ich da nichts ein, weil ich weiß, die Preise sind erstens mal ein bisschen höher. Ich gucke über Kerzen. Ja, gut, die kriegst du vielleicht in verschiedenen Variationen, ein bisschen genau. Schöner, etc. Aber ansonsten feiere ich gar nicht. Und das Einzige, was mich halt ein bisschen persönlich quasi beeinflusst, ist, dass es an diesem Tag halt sehr ruhig ist und dann mir immer vorkommt wie ein Sonntag. Da komme ich einfach persönlich ein bisschen durcheinander. Heute ist aber gar nicht Sonntag und muss wieder in Erinnerung rufen, dass es ja gar nicht Sonntag ist, sondern einfach. In Abfuhr. Jedenfalls. Auf, ihr Männer, lasst uns eilen. Wir wollen dem Müll eine Abfuhr erteilen. In den USA gab es eine Lehrerin, die hat im Erdkundeunterricht eine Hausaufgabe aufgestellt. Und zwar, man soll doch die Shahada als Kalligrafie nachzeichnen. Ich persönlich finde das ein bisschen eine komische Hausaufgabe, weil was hat das jetzt genau mit Erdkunde zu tun? Ein Religionsgeständnis, eine Religionszugehörigkeitssatz quasi auch zu sagen oder aufzuschreiben. Wenn man Kalligrafie will, dann kann man das auch mit chinesischer Kalligrafie machen. Oder meine Eule. Oder deine Eule, die es nicht mehr gibt momentan oder nur versteckt. Doch, die gibt es wieder. Ich habe das gefunden, ich habe noch einen Kanal gefunden, der hatte die noch. Ja, aber man könnte einfach einen neutralen Text nehmen, irgendein Gedicht, ein kurzes Gedicht oder so. Anstatt das Glaubensbekenntnis. Ja. Weil das Glaubensbekenntnis, so harmlos sich das auch anhört. Nee, das ist ein Vertrag. Das ist ein Vertrag. Und Muslime, einige, nicht alle, einige Muslime nehmen das natürlich dann ernst und sagen die, ja, das Kind hat sogar den Vertrag schriftlich abgegeben. Genau. Wenn er dann sich vom Islam distanziert und sagt, ich bin kein Muslim, dann ist er ein Abtrünniger. Also für einige Muslime ist das dann natürlich dann schon ein Problem und im absoluten Extremfall kann das für das Kind lebensgefährlich sein. Die Wahrscheinlichkeit ist enorm, enorm, enorm klein, aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Und das hatten auch einige Eltern gar nicht so gerne, weil in den USA ist die Religiosität bezüglich Christentum sehr hoch. Die haben natürlich da so einen richtigen Aufstand angezettelt und wollten wahrscheinlich die Lehrerin am liebsten dann selber köpfen und haben direkt mal geschrien, reine Indoktrinierung. Ich denke, die Lehrerin meint es persönlich, denke ich, das ist schon gut und nett und so, aber
es war das falsche Kalligrafie. Aber war denn die Troller da Muslimin? Nein, also das steht hier nicht. Dass sie also die hat das wirklich einfach nur so genommen, weil es hübsch war? Anscheinend steht das in gewissen Lehrbüchern, diese Schahada. Anscheinend in einem gewissen Erdkunde-Lehrbuch findet man das so. Dass man das nachzeichnet. Meine Frau hat das ja auch gemacht. Die hat sich auch ihren Namen auf Arabisch übersetzen lassen. Das kannst du ja im Zug machen. Da gibt es ja richtig Abteilungen, wo die Schriftgelehrten sitzen. Das heißt also, die meisten Muslime können ja nicht lesen und schreiben. Und deswegen gibt es in jedem Markt Leute, die sich darauf spezialisiert haben, die lesen und schreiben können. Und die lesen und schreiben dann für die Leute. Das heißt also, wenn du irgendein Schriftstück bekommst von der Verwaltung, gehst du damit zum Zug, gehst du mit zum Schriftgelehrten und die sagen dir dann, was da steht und die schreiben dir dann auch die Antwort darauf. Und da hat sie sich dann, das gibt es in keinem anderen Land, also ich habe das noch nirgendwo anders gesehen, dass die Leute wirklich so wenig lesen und schreiben können, dass es da bestimmte Leute gibt, die auf dem Markt sowas anbieten als Dienstleistung. Und da hat sich meine Frau... Auf dem Markt kenne ich das nicht, aber das hast du in jedem Sozialamt. Echt? Ja, ich meine, wenn du als, sagen wir, keine Ahnung hast von Lesen, Schreiben, dann kannst du problemlos zur Gemeinde gehen und sagen, was heißt das und bring mir eine Person, eine Neutrale oder übersetzt mir das ins in Mündliche und so. Ich meine, das ja, mit dem Markt, ja, aber auf dem Markt ist natürlich schon sehr speziell. Ich finde das auch einen guten Service, auf jeden Fall. Klar. Und da hat meine Frau sich ihren Namen übersetzen lassen ins Arabische, in Schriftzeichen, in Kalligrafie, hat das ein bisschen ausgemerzt und hat das dann übernommen, zum Beispiel in zwei ihrer Bilder erscheint dann plötzlich dann diese arabische Kalligrafie, die auch sehr hübsch ist, ja. Aber eben nur halt ihren Namen und nicht die Schahada. Gehen wir zum Krieg rüber. Und zwar zum Krieg von Saudi-Arabien gegen Jemen. Der ist ja auch nicht vorbei, das vergessen die meisten. Ja. Weil darüber auch kaum berichtet wird. Das ist ja Saudi. Und der Krieg, der kann natürlich auch nur stattfinden mit Waffen. Also wenn irgendwo Waffen geliefert werden. Man macht ja den Iranern große Vorwürfe, dass die irgendwie Waffen schmuggeln in den Jemen und die Houthis mehr oder weniger unterstützen und die Schia-Gemeinde allgemein. Aber dass die Saudis in Jemen Krieg führen, das scheint für die meisten einfach kein Problem zu sein. Nicht nur das, sondern man verkauft den Saudis auch sehr gerne Waffen. Hier haben wir auch ein paar Zahlen, zum Beispiel die USA hat im Wert von 9 Milliarden US-Dollar geliefert und das war, glaube ich, nur im letzten Jahr, oder? Ich glaube, das war im letzten Jahr. Aber jedenfalls, die Deutschen haben da auch ordentlich mitgemischt. Und zwar im Zeitraum von 13 Jahren für 2,6 Milliarden Euro Waffen an die Saudis verkauft. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, genau die Waffen werden natürlich aber nicht benutzt für da. Nur das würde ich dann sagen, ist ein bisschen naiv zu denken, dass die Saudis das so gezielt trennen und sagen, nee, für Jemen dürfen wir auf jeden Fall nicht unten dieses Maschinengewehr und diesen Panzer nicht verwenden und. Also, aber das ist ja auch so hier, bei der Ermordung von Zivilisten im Jemen eingesetzt. Wenn ich diese Formulierungen höre, dann ist das für mich sofort ein Druck auf die Tränendrüse und damit ist dieser ganze Artikel für mich hinfällig. Solche Formulierungen. Das ist nicht mehr neutral. Aber es stimmt, es ist schon eine Ermordung, weil da geht man nicht nur gegen das Militär in Jemen, sondern gegen irgendwelche Miliz und auch gegen Zivilisten. Ja, aber für mich ist Ermordung eine persönliche Sache und hier ist es nicht persönlich. Also ich würde das sehr persönlich sehen, wenn meine Familie, die nichts damit zu tun hat, im Jemen ermordet würde. Ja, aber eine Ermordung ist für mich zielgerichtet gegen eine Person. Das heißt also, ich ermorde jemanden, weil ich mit demjenigen irgendetwas auszusetzen habe. Das ist also persönlich. Der daneben steht, der wird nicht ermordet, aber nur dieser. Das ist für mich dann Mord, weil Mord ist für mich personenbezogen. Und hier ist es ja nicht so, wenn ich eine Bombe werfe, dann ermorde ich ja nicht gezielt einen Menschen, sondern alle, die da in der Umgebung sind. Da
Da muss ich dir auch widersprechen. Da haben die Amis ermorden sehr gezielt oder eben nicht gezielt mit ihren Drohnen eine Person und dann sterben auch alle rundherum. Also. Das wollte ich jetzt sagen. Wenn ich aber dann zum Beispiel eine Drohne einsetze und gegen ein Auto einsetze, um eine spezifische Person zu haben, dann ist es wieder Mord. Aber ja, wenn aber ich jetzt du Artillerie, hast dann auch Massenmord, weil du die anderen auch mit ermordest. Also, das kommt noch dazu, ja. Ich denke, da machst du jetzt persönlich meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Semantik hier, ein bisschen Begriffsklauberei oder Klopperei. Okay, für mich gibt es einen Unterschied zwischen Artillerie, Geschosse einfach wahllos irgendwo in eine Stadt zu schießen, dann ist das keine Ermordung mehr. Dann ist das also einfach ich nenne das Massenmord. Ich nenne das dann Massenmord. Oder Massenmord, aber es ist keine Ermordung von Zivilisten. Das ist keine Ermordung. Das ist für mich. Also ich habe weniger Probleme damit als du jetzt mit dem Begriff. Das haben wir uns mal drüber unterhalten, aber ja. Ich wollte einfach damit zeigen, dass da immer noch. Vergiss die Medizin. Ich finde einfach, dass die Leute sich wieder in Erinnerung rufen sollten, dass im Jemen immer noch Menschen sterben. Ja, in Bezug genau auf Religion, das. Weil man geht da gezielt gegen Andersgläubige, die, vor allem die Schiiten halt, genau. Die Gemeinde. Und noch spezifischer wären es dann die Houthis, die dann quasi, ja, vielleicht eine Untergruppe von den Schiiten, wenn man sie so nennen will. Ich weiß gar nicht, ob die noch matriarchalisch aufgebaut sind. Weil ich weiß, es gibt im Nordjemen noch matriarchalische Stämme, die noch übrig geblieben sind von vor 1000 Jahren. Aber bei den Houthis weiß ich es nicht, ob die das. Nee, die Houthis sind, glaube ich, ziemlich patriarchisch. Ja, ja. Also, soweit ich mich erinnere, sind die überhaupt nicht matriarchisch. Was noch schön ist, hier ein Video, das schaut euch das an, weil wird eine Stadt bedroht, die quasi die höchsten altertümlichen Hochhäuser hat. Da gibt es die größten aus Lehm gemacht, Lehmziegen, bis 13 Stöcke, glaube ich. Steht das immer? 11-stöckig, das höchste Gebäude. Aus Lehm, 30 Meter hoch. Das ist schon eine gewisse kulturelle Errungenschaft, aus Lehmziegeln so hohe Gebäude zu machen. Und die sind jetzt halt in Gefahr, weil der Krieg da auch immer näher rückt. Kennst du noch die Bedingungen für den letzten Tag? Was, die Bedingungen für den letzten Tag? Also ja, für die Richtung von hohen Gebäuden. Nee, sag mir jetzt gar nichts. Ja, da gibt's so eine Liste. Die das Ereignis des letzten Tages ankündigen sollen. Und da ist zum Beispiel dabei die Errichtung von hohen Gebäuden. Ich weiß, also da weiß ich nur, dass die Trompeten halt geblasen werden und alle Gebäude. Das ist ja dann direkt der Tag. Nee, aber die vorher mit dem roten Mond, da gibt es ja gewisse Ansätze. Ja, so meinst du. Nee, über Gebäude ist mir gar nichts bekannt. Und also, das ist ein Zeichen, dass hohe Gebäude gemacht werden. Ja, eben. Das ist es ja. Weil der Punkt, den ich damit machen will, Muslime kommen heute dazu und sagen: Ja, der letzte Tag kündigt sich an. Wir haben ja den Burj Khalifa, den Turm da in Dubai. Das ist jetzt das hohe Gebäude und das in einem muslimischen Land. Und das heißt also, jetzt kommen die letzten Tage. Und der Punkt ist eben, das gab schon vor 1000 Jahren, das hohe Gebäude gebaut worden. Nicht ganz, 500 Jahre, ja. Die in Jemen sind jetzt nicht tausendjährig, aber ich meine, hohe Gebäude gab es schon immer. Also dann ist denn die Definition, was ist ein hohes Gebäude? Ein zweistöckiges ist im Vergleich zu einem einstöckigen dann auch ein hohes Gebäude. So kannst du es auch sehen, ja. Ich meine, das ist so sinnlos, solche Prophezeiungen. Naja. Neue Verfassung für islamische Glaubensgemeinschaft. In Österreich gibt es anscheinend eine neue Verfassung für Muslime. Und daran haben sich anscheinend alle zu halten. Quatsch. Die islamische Glaubensgemeinschaft IGGIÖ hat eine neue Verfassung beschlossen und zudem eine Glaubenslehre verabschiedet. Also diese Gemeinschaft ist, soweit ich das jetzt nachgelesen habe, sogar amtlich, hat eine gewisse Amtsfunktion. Und wenn die was sagen für die Muslime, dann muss man sich in Österreich quasi
notgedrungen daran halten, sozusagen, wenn man sich halt Muslim bezeichnet. Alles andere ist quasi dann gegen das Gesetz und ist nicht geschützt quasi vom Gesetzes wegen. Wenn man zum Beispiel anders schlachtet oder die Tiere anders behandelt und Familienangelegenheiten anders regelt, etc. pp. Und diese Gemeinschaft, diese Organisation hat dann anscheinend die Funktion, dass halt gewisse Strukturen im Islam in Österreich gehandhabt werden und dann gesetzlich halt sanktioniert sind und somit auch geschützt. Das geht zurück auf Spanien, weil da genau das passiert ist, dass da eben der Kalif den Einfluss verloren hat, weil er eben zugelassen hat, dass einzelne Gruppierungen sich dann bilden und die haben sich dann immer mehr abgewandelt und immer mehr verändert und sich dann gegen den Kalifen aufgemotzt. So, das will man jetzt verhindern, indem man sagt, nein, wir richten alle auf eine Richtung aus, obwohl das im Islam unzulässig ist. Aber wie du sagst, die meisten richten sich dann danach, weil es eben eine gewisse Autoritätsfunktion hat, auch wenn es im Islam abgelehnt wird. Und die haben eben jetzt eine neue Verfassung geschrieben. Ich habe jetzt nicht genau nachgelesen, aber das sind eine gute Information. Und vielleicht für Leute, die das nachforschen wollen, können das machen. Dass halt in Österreich das immer mehr zu einer effektiven Staatsreligion wird, neben dem Christentum. Und ich weiß nicht, was ich persönlich davon halten soll. Ich finde es zwar gut, dass quasi man nachlesen kann und eine Stelle hat, wo man sich quasi über den Islam dann informieren will, wie er in Österreich offiziell dann gehandhabt wird, aber andersherum finde ich es immer dämlich, irgendwelche Märchen quasi gesetzlich zu sanktionieren. Da habe ich einfach da ein Problem damit. Oh, das ist eine schöne, lustige Geschichte. Grenzschützer hindern muslimische Familie an der USA-Reise. Ja, im Englischsprachigen war es ja schon eine Woche vorher, jetzt hat es halt News auch ins Deutsche geschafft. Und ich finde es eine sehr interessante News. Also, was ist da passiert? Da wollte eine muslimische Familie. Großfamilie, oder wie willst du das nennen? Nein, das waren nur zwei Brüder und ein paar Kinder. Nee, hier wird keine das Frau. Anders dargestellt. Keine Frau. Das weiß ich jetzt nicht, aber... Das sind zwei Brüder gewesen, mit 11 Kindern, wobei die Kinder, ich meine, der Älteste genau, ist 19, ist das noch ein Kind? Nein. Für seine Eltern ist das immer noch ein Kind. Das Kind bleibt ja für meine Eltern. Für meine Eltern bin ich auch noch ein Kind, ja klar. Jedenfalls, ich nenne es jetzt mal Familie, wie viele Frauen, aber keine da waren, weiß ich nicht. Ist jetzt für mich auch uninteressant. Für mich ist nur interessant, dass die Einreise in die USA einfach verhindert wurde und abgelehnt wurde. Gründe will man nicht nennen. Also die wurden einfach abgelehnt und gesagt, ihr könnt nicht kommen, wieso dürfen wir nicht? Kein Kommentar. Ich finde das ein bisschen komisch, ein bisschen sehr... Mittlerweile gibt es ja Gründe. Das ist ja ganz klar. Der eine Bruder, der ist erkennungsdienstlich bekannt. Der andere hat, und das ist jetzt das Komische, es gibt Hinweise auf Beziehungen zu Al-Qaida und das aufgrund von Facebook-Einträgen. Jetzt ist es aber so, dass die Leute sich das mal angeguckt haben und gemerkt haben, dass das Verarschung von Al-Qaida ist. Das heißt also, hier hat sich jetzt der DHS, der Homeland Security, also DHS heißt Department of Homeland Security, so. Da haben die sich wahrscheinlich in Fuß geschossen oder auch nicht. Das wissen wir jetzt nicht. Und das ist jetzt das Spannende daran. Das wird jetzt die nächsten Wochen entscheiden. Weil das sein kann, dass die verarscht worden sind und sich da richtig haben leimen lassen. Oder aber, die haben genau die Richtigen erwischt und die an der Einreise gehindert. Und das ist jetzt das Spannende, weil es kein Mensch weiß. Ja, ich persönlich glaube jetzt nicht daran, dass das wirklich... so Terroristen, weil ich meine, wenn es so eindeutig wäre jetzt für Homeland Security, dann hätten die doch gesagt, wir alle Daten, wir wissen, dass das gefährliche Menschen sind, darum lassen wir sie nicht herein und man könnte das problemlos offenlegen. Aber hier angetan zu kommen und sagen,
und besser gesagt nichts zu sagen und einfach zu vermitteln, ihr dürft nicht reinkommen. Das zeugt für mich eher daran, dass man einfach keinen Plan hat und mal nach Willkür irgendwie Leute an der Einreise hindert. Ganz einfach. Also für mich ist das alles andere als eine schöne Aktion von den Behörden. David Cameron hat sich hier auch eingeschaltet, oder besser gesagt dazu das gesagt, dass er sich einschaltet und will sich das Ganze ansehen. Wie weit das von seiner Seite aus ist, keine Ahnung. David Cameron ist der Premierminister von den Vereinigten britannischen Staaten, nur so als Vermerk. Und die Fluggesellschaft will das Geld auch nicht zurückerstatten. Das finde ich persönlich schon ein bisschen dann ganz frech, weil ich meine, wir wissen, dass die USA Fehler macht. Wer glaubt, die machen keine Fehler. Und dann zu sagen, nee, ihr kriegt das Geld nicht aufgrund von Fehlern anderer, finde ich schon ein bisschen krass, weil das sind 9.000 ja. Euro, die einfach flöten gehen. Also, aber laut der Airline ist das so, dass die damit Verbrecher sind und die dürfen, wenn die Reise nicht antreten, ist das ja nicht die Schuld der Airline. Das heißt, die Sitze sind weg, die können die nicht nochmal verkaufen. Die sind ja beim Einchecken, sind die erst rausgewunken worden. Das heißt also, diese Sitzplätze waren für die Airline definitiv verloren und da haben die gesagt, ja, scheiß drauf, das sind für uns Verbrecher und deswegen müssen wir die nicht zurückerstatten. Aber die haben ja keine Beweise dafür, das ist ja das Problem. Ich meine, ja, dann müssen sie zur DHS gehen, dann muss DHS denen den Flugpreis zurückerstatten, wenn die einen Fehler gemacht haben. Ich meine, wie viele sind jetzt auf der Blacklist der USA? Und wahrscheinlich sind das jetzt, das sind, also vor 2-3 Jahren war es schon 1 Million und mittlerweile dürften es 2-3 Millionen sein Menschen. Das wusste ich jetzt nicht, dass es mittlerweile so viele sind. Also ich meine, und das sind dann Leute dabei, da habe ich eben die Geschichten schon vor 2-3 Jahren gehört, als die 1 Million geknackt wurde, von Leuten, die einfach der Regierung unangenehm sind, die eigentlich nichts mit Terrorismus oder mit Gewalt zu tun haben und, die einfach auf der Blacklist stehen, weil sie am Flughafen vielleicht irgendein Problem haben mit den Sicherheitsvorkehrungen. Und ich habe die angeschnauzt, also stehe ich auf der Liste, toll. Kann sein, ohne Witz, das kann sein, weil du irgendwie einfach aufgefallen bist, schon auf der Liste bist. Also das darf man jetzt nicht verharmlosen, dass man sagt, die gucken sich nur die absoluten Massenmörder an, die Atombomben haben. Nein, da war eine 6-Jährige drauf und eine 86-Jährige und so ein Scheiß. Genau, so Mist. Also, darum denke ich nicht, dass die Fluggesellschaften hier einfach sich aus der Verantwortung ziehen sollten und sagen sollten, ja, ihr seid auf einer Liste von der USA und deshalb habt ihr keine Berechtigung mehr auf das Geld. Also das finde ich persönlich ein bisschen, also diese Fluggesellschaft würde ich dann nie wieder benutzen, ganz einfach. Naja. Und noch eine schöne Geschichte. Mohammeds Geburtstag an Heiligabend. Wo hast du das denn ausgegraben? Ist ja klasse. Anscheinend ist der Tag von Mohammeds Geburtstag per Zufall auf den Heiligen Abend gekommen. Ich meine, das haben wir schon angedeutet, letzte Sendung von der Mythologie haben wir Jesus ein bisschen beleuchtet, ganz wenig, und aufgezeigt, dass man selbst bei Jesus nicht weiß, falls irgendeine Jesus-Person existiert hat, an diesem Tag nicht geboren wurde, sondern das mythologisch einfach übernommen wurde. Und jetzt kommen Muslime daher und wissen ganz genau, wann Mohammed geboren wurde, an welchem Tag. Und das hat sich dieses Jahr auf den Heiligabend abgewälzt. Besser gesagt, überschnitten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ernst ich das nehmen soll. Wenn es doch so eindeutig wäre, dann würde man doch, keine Ahnung, in jedem Geschichtsbuch was davon finden. Selbst in islamischen Geschichtsbüchern. Und da ist es überhaupt nicht eindeutig, wann, in welchem Jahr überhaupt er geboren wurde. Aber hier weiß man, an welchem Tag er ganz genau geboren wurde. Finde ich interessant. Hat er auch direkt angefangen zu babbeln? Aber was gefangen hat? Angefangen hat zu babbeln, wie Jesus. Das wird, glaube ich, nirgends erwähnt.
Das kommt dann nächstes Jahr. Nur die Mutter von Mohammed hat quasi mehr oder weniger aus der Muschi geleuchtet. weil halt ja das Licht von Busra quasi von ihr ausging und die ganze Geschichte von der heiligen Geburt des Propheten Mohammed. Naja, wieso ich da diese Meldung halt generell genommen habe, ist, ich glaube, hier sieht man so die modernen Anfänge von dem Mohammed-Mythos, dass das Weihnachten eigentlich übernommen werden soll, irgendwie, oder quasi eingenommen werden soll, dass die Muslime versuchen, quasi Jesus zu verdrängen. Komplett. Also werden das doch noch Mohammedaner. Gut, das waren sie ja schon immer, das wissen die ja. Naja. Wir haben ja jetzt die zweite Episode aus der Serie Der Islamische Staat und wir sprechen jetzt ein bisschen über das erste Kalifat überhaupt. Also wie hat sich das entwickelt? Das erste Kalifat war ganz klar von Mohammed gegründet. Mohammed war zu Beginn ein gewöhnlicher Handelsmann, kann man sagen. Kameltreiber, wie jetzt der Herr Dr. Stefan Kees mit dem Lehrstuhl für Theologie in, wo war das? Halle. Nee, du hattest dein Lehr, ich weiß gar nicht, wie hieß das Land? Timbuktu, warst du in Timbuktu? Nein. Doch, du warst in Timbuktu. Doch, du warst, glaube ich, in Timbuktu stationiert. Jedenfalls, der Mohammed war halt ein Kameltreiber, laut Dr. Stefan Kees, und eines Tages dann in seinem 40. Lebensjahr, so die islamischen Traditionen, wurde er in der Höhle, in der er gebetet hat, zu den Göttern seiner Vorväter in Hira, irgendwo auf dem Berg, wurde er von Gabriel ja besucht und hat quasi die erste Prophezeiung erhalten. Und da hat sich eigentlich dann... Nicht ohne Gegenwehr. Erden, schildere mal, willst du kurz in einer Minute dieses Ereignis schildern? Ich finde das immer so albern, wenn die sagen, Engel sind aus Licht gemacht und ein Engel kommt da in die Höhle gesaust und nimmt den Mohammed und drückt den, eine Lichtgestalt, nimmt einen aus Materie bestehenden Mann und drückt dem, dass dem die Luft wegbleibt und befiehlt, lies oder rezitiere oder wie immer man das jetzt sagen soll. Da gibt es ja verschiedene Auslegungen. Und dann sagt er, ich weiß doch nicht was, du sollst lesen, verdammte Hacke. Wieso kriegt der Gabriel den Auftrag von Gott, dem das zu sagen, wo doch Gott eigentlich wissen sollte, er kann das gar nicht. Da erstens mal gibt es nichts zu rezitieren und zweitens mal kann er nicht lesen. Also das ist alles ein bisschen seltsam, diese ganze Geschichte. Aber Muslime glauben das. Noch ganz kurz zurück zu deinem Lehrstuhl. Du bist in Tonga. Jetzt ist es mir wieder angefahren. Nicht Timbuktu, sondern Tonga. Tonga, das sind diese kleinen Inselstaaten. Ja, da werde ich schwerstens verehrt, ja. Mit Einwohnerzahl, wie viele waren es? 100.000. Knapp 100.000, ein bisschen mehr als 100.000 Einwohner. Das war im Jahr 2010. Und der Dr. Stefan Kees steht übrigens dem König von Tonga sehr nahe, also nicht versuchen ihn... Eine meiner Frauen war seine Tochter. Also, der hat dann seine erste Prophezeiung erhalten, der Mohammed, und ist quasi auf... Nein, es gibt keine Prophezeiungen. Ja... Ich erzähle das jetzt so, wie man quasi als Muslim da herangeführt wird. Und das ist halt eine Prophezeiung irgendwo durch, auch wenn gar nichts prophezeit wurde, sondern einfach im Befehl befohlen wurde, etwas zu lesen. Ist ja egal. Er wurde mit dieser Aufgabe von Gabriel quasi zum Propheten auserkoren, oder besser gesagt von Gott auserkoren. Und der Gabriel hat das vermittelt. Und dann hat der Mohammed halt mit der Zeit diese Ein-Gott-Geschichte auf dem Marktplatz von Mekka immer wieder gepredigt. Viel Erfolg hatte der gute Mann da gar nicht, sondern nur sehr mäßig, und ihm wurden auch Steine in den Weg gelegt.
Seine Anhängerschaft wuchs nur sehr, 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 sehr langsam. Am Anfang war es seine Frau, die eigentlich die erste Muslima wurde, vor Mohammed selber, weil die an ihn geglaubt haben sollten. Und zwar die Khadija, die seine erste Frau, die übrigens älter war als er. Die war die erste Muslima und dann war es der Ali, der als nächstes eigentlich kam. Nee, Abu Bakr. Abu Bakr war der Ali kam dann danach. Jedenfalls seine Gemeinschaft wuchs enorm langsam in Mekka und er wurde bedroht. Jetzt die Bedrohung würde ich jetzt persönlich nicht zwingend als direkte Bedrohung ansehen, sondern er hat ja die Glaubensgeschichte in Mekka selber bedroht, also für die Mekkaner, quasi die alten Traditionen, die alten Götter hat er ja auch mit seiner Geschichte bedroht und quasi die Leute dazu aufgestachelt, die alten Götter abzulegen und nur noch den einen Gott anzubeten, den Herrn der Kaaba, nur noch einen. Das war so die Hauptlehre. 60 Sekunden. Ja, mach. Wenn ich mir die Standardversion angucke, dann wird das so geschildert, dass Mekka eine florierende Handelsstadt war. Und gleichzeitig ist dort ein Meteorit gelandet, der dann als Darbringung von irgendeinem Gott verehrt wurde. Und daraus entwickelten sich dann diese ganzen Rituale, die in Mekka dann auf diesen Stein bezogen wurden. Daraufhin sind dann die Handelsstraßen und der Verkauf von diesen Devotionalien zusammengewachsen. Und dadurch war Mekka jetzt abhängig sowohl von dem Handel als auch von dem Verkauf von diesen ganzen Götzenbildern. Und jetzt kommt der Mohammed und sagt, nee, alles Blödsinn, Kommando zurück, das mit den vielen Göttern, das lassen wir jetzt, es gibt nur noch einen Gott und das, was ihr da verkauft, diese Götzenbilder, das müsst ihr jetzt alles zerstören. Jetzt sind aber einige Familien, laut dieser Standardversion, abhängig von dem Verkauf dieser Devotionalien, dieser Götzenabbilder und Bildungen und so weiter. Und er will jetzt, dass die Leute das zerstören und er selber geht dann auch hin und macht einige kaputt. Und hinterher, wenn er zurückkommt nach Mekka 30 Jahre später, ist ja das Erste, was er macht, diese ganzen Götzenbilder zu zerstören. So wie Jesus das gemacht hat im Tempel mit den Geldwechslern. So, und das ist eben diese Parallele zu den Christen, dass eben Mohammed sich jetzt erdreistet, den Erwerbstätigen dort zu untersagen, dass sie ihre Götzenbilder verkaufen dürfen. Ja, es hat schon sehr gewisse Parallele. Also das Haus Gottes ist halt die Kaaba, dieses würfelförmige Gebäude. Und in Jerusalem ist das Haus Gottes halt der Tempel. Da haben wir auf jeden Fall solche gewisse Parallelen. Und ich meine, die Geschichten, die kann man nicht nachprüfen, weil es einfach keine externen Quellen gibt von Reisenden, die nicht mit dem Islam zu tun haben, von einer Religion, einer monotheistischen Religion im 7. Jahrhundert ist nicht die Rede. Also man hat einfach keine externen Quellen, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, sich immer wieder aufsagen, dass das ein bisschen komisch ist, die ganze Sache. Also wir haben jetzt Mohammed, der ist nicht gerade mit offenen Armen empfangen worden mit seiner monotheistischen Glaubenslehre und seine Anhängerschaft wächst kaum in Mekka. Nach ein paar Jahren hat er es endlich geschafft, glaube ich, um die 40 herum oder 50 Leute herum sich anzueignen für seine Glaubensgemeinschaft. Doch sie wurde nie wirklich großartig gefördert, weil halt die Mehrheit immer dagegen war. Wer ist die Mehrheit? Das sind eben Familien, die halt von Mekka leben. Die Quraysh war der gesamte Stamm, der mächtigste Gesamtstamm, so wie man sich das liest aus den Traditionen. Und die lebten halt eben, wie Stop Swimming das geschildert hat, von diesen ganzen Verkäufen und dem Handel in Mekka. Irgendwann wurde es dann halt so krass, dass die obersten Häupter der Familien sich mit Mohammed an einen Tisch mehr oder weniger gesetzt haben und gesagt hat: Okay, wir akzeptieren, dass du halt monotheistische Glaubenslehre praktizieren willst und ausrufen willst.
das akzeptieren wir, aber hör auf, das vor dem Haus Gottes und den anderen Göttern zu tun und quasi die anderen Götter zu verfluchen, unsere Vorväter zu verfluchen, damit unsere, die würden sich quasi im Grabe drehen und. Hör auf damit, und dann lassen wir dich auch in Ruhe. Mohammed dachte nicht daran und hat einfach weiter seine Lehren praktiziert, weiter die anderen als Lüge beschimpft und weiter die Leute angestachelt, bis halt dann irgendwann der Kragen der Stämme und Kläne geplatzt ist und sie einen Anschlag verüben wollten. Und das kam dann Mohammed zu Ohren und in einer Nacht- und Nebelaktion hat er seine ganze Gefolgschaft auswandern lassen aus Medina, damit die quasi in der Sicherheit sind. Er selber sei dann später nachgezogen. Wohin sind sie nachgezogen? Nun, die Tradition sagt nach Medina, wobei Medina hieß nicht Medina, sondern das haben wir auch schon oft erwähnt, hieß Yathrib. Also die Stadt hieß Yathrib und da waren quasi nicht mehr Götterstämme oder Kläne vorhanden, sondern jüdische, also Stämme und Kläne, die nur an einen Gott glaubten, an den Jahwe mehr oder weniger. Und da hat sich der Mohammed dann wohlgefühlt, weil er angeblich mit sehr offenen Armen empfangen wurde als Beschwichter zwischen den Stämmen, zwischen den Klänen. Jetzt weiß ich nicht, ob es mehrere Stämme waren oder nur Kläne dort. Müsste ich nochmal nachlesen. Ist aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls wurde er mit offenen Armen empfangen und er hatte quasi eine Richterrolle inne. Einfach so bekommen. Schon da habe ich persönlich enorm Probleme damit, wieso man einen externen Menschen, der nichts mit der Gemeinschaft da zu tun hat, einfach als Richter akzeptieren würde. Man könnte jetzt sagen, ja gut, er ist halt so extern, so eine Person, die nicht involviert ist in die ganzen Gemeinschaften hier, dass er eben viel eher quasi neutral bleiben kann, könnte man sagen. Aber persönlich finde ich das trotzdem ein bisschen komisch. Und er hat dann die Richterrolle innebekommen und er hat auch irgendwie ein Haus bekommen. Also es wird nicht geschildert, wie er überhaupt zu seinem Wohnort genau gelangt ist, mit was er bezahlt hat und. Das wird dann später ein bisschen deutlich, wie er das vermutlich gemacht hat. Und dann hat er halt diese Richterrolle ausgeübt und anfangs ging das alles noch gut. Also die Leute waren dann angetan von ihm als Richter, neutrale Person und er hat dann weiterhin sein Zeugs gepredigt und da konnte er dann seine Anhängerschaft wirklich ausbauen. Dann ging das in die Hunderten, in die Tausenden und. Wobei ich persönlich mit diesen Zahlen extrem Probleme habe. Wir reden hier von Ortschaften in der Wüste vor knapp 1400 Jahren. Die können gar nicht so bewohnt worden sein, auch wenn es eine Oase war, Yathrib. Also ich meine, wenn man die Zahlen heute sieht von den Einwohnern, ich könnte mal nachgucken, was Wikipedia jetzt für Zahlen hat. Einen Augenblick. So Einwohnerzahlen heute sind es 1,7 Millionen, aber das auch nur aufgrund, weil es halt die Stadt von Propheten ist, dass die Leute gern dahin ziehen, nehme ich mal an. Aber vor 1400 Jahren, die Stadt mitten in der Wüste als kleine Oase. Ich glaube nicht, dass die Gemeinschaft so groß war, dass eine Person namens Mohammed da wirklich viele um sich scharen konnte und begeistern konnte für diese Religion. Ich kaufe das einfach der Geschichte, der Tradition nicht ab. Das ist so ein bisschen, womit ich Probleme habe. Jedenfalls, er hat halt das weiter verkündet, seine Lehren, und den Juden, weil das waren angeblich praktisch alles nur Juden da, hat er irgendwann halt gegen den Strich geredet, sozusagen. Also er hat wieder die gleiche Geschichte praktiziert wie in Mekka und die Juden haben irgendwann gemerkt, seine Geschichten bezüglich eines Gottes von Abraham und Moses und David passt nicht mit unseren Geschichten. Also irgendwie diese Person kann kein Prophet sein, weil er lügt. Er ist einfach ein Lügner. Er macht hier uns unsere Tradition auch kaputt.
Ja, obwohl, das war ja jetzt hier was anderes, weil in Mekka war das ja noch so, da hat er ja gegen die Heiden geredet. Und da war das ja so, da gibt es diese schönen Geschichten, dass er da mit den satanischen Versen um die Ecke kam. Und die haben ja dann den Heiden wiederum gefallen, weil eben Al-Uzza, Manat und so, das waren ja Götter, die die kannten. Und jetzt kam Mohammed und sagte, ja, aber eure Götter, die ihr habt, die sind ja übernommen worden von den Nabatäern. Und die könnt ihr ja behalten, die bleiben ja. Und die werden auch weiterhin als Fürsprecher benutzt. Und das fanden die ja damals ganz toll. Dann hat sich aber hinterher das dann rausgestellt, nee, Echi Pecha war da gar nicht, sondern das war einfach nur ein Trick, um die Leute da reinzubringen. Und jetzt in Medina passiert jetzt wieder dasselbe, weil er nämlich jetzt so tut, als ob das Judaismus 2.0 ist. Weil er nämlich genau diese alten Propheten, Abraham und Moses und so weiter und Noah und Lot und wie sie alle heißen, übernimmt und sagt, nee, das waren ja alles Propheten. Das ist ja alles in Ordnung, ist ja alles cool. Nur wir haben halt einen arabischen Klang darin, nur der hat die ganzen Geschichten kaputt gemacht. Weil jetzt zum Beispiel der Haman, der taucht jetzt nicht mehr in Babylonien, sondern plötzlich in Ägypten auf. Und da gibt es halt diese ganzen Geschichten, wo der Wal jetzt war und dass der Pharao erleben durfte und am Leben bleiben durfte. Und Noah, die Geschichten, die sind ja alle ein bisschen verändert worden. Und das ist dann den orthodoxen Juden negativ aufgefallen, dass er eben diese ganzen Sachen verfälscht. Das sind also zwei verschiedene Verfälschungen. Nee, nicht nur die Verfälschungen haben sich laut Tradition gegen die Juden, also die Juden haben aber das nicht nur diese kleinen Veränderungen schlecht gefunden, sondern er hat quasi die Muslime, also diese neue Religion, dieses verbesserte, dieses nicht korrumpierte, diese nicht korrumpierten Lehren quasi gebracht und das haben die Juden dann nicht so akzeptiert, weil er gesagt hat, ihr seid falsch, ihr habt die das nicht verstanden, die ihr benutzt, genau. die ja, falschen genau. Lehren, weil ihr betet am falschen Tag, ihr habt quasi nur so und so viele Gebete und wir haben mehr Gebete, weil wir halt besser sind, weil Gott das jetzt richtig stellt. Also ich denke, das hat so in der Tradition den Leuten da überhaupt nicht gefallen, dass sie halt quasi hingestellt wurden als Idioten, die eigentlich sich verarschen ließen durch andere Glaubensrichtlinien etc. Okay, das wäre super, ja. Und das war auch der Zeitpunkt, dann, wo es anfing, Streit zu geben und wo die Richtung, bis dahin wurde die Richtung des Gebets auch von den Muslimen, die sich als Muslime bezeichnet haben, Richtung Mekka gerichtet. Nee. Also, umgekehrt. Nicht Mekka, Richtung Jerusalem. Oder zumindest einer Stadt, die dort in der Nähe ist, ja. Wobei halt das mit der Richtung haben wir auch schon geklärt, dann betet man einfach in den Zelt ab. In die, wie soll man das ein bisschen ganz, ganz genau nennen? In die Himmelsrichtung. Okay, so kann man es. In die Himmelsrichtung. Richtung Jerusalem wurde bis dahin gebetet. Und mit dem Streit der Juden kam dann auf einmal die Prophezeiung quasi. Ja, jetzt müssen wir Richtung Mekka beten, weil da das richtige Haus Gottes ist. Und da wurde dann einfach ohne größere Begründung die Richtung geändert. Mir persönlich wäre das jetzt ein bisschen komisch vorgekommen, wenn man mich gefragt hätte zu der Zeit, betet die ganze Zeit nach Jerusalem und plötzlich soll man, weil man Ärger hat mit den Juden, Mekka nehmen. Das hat ja Gott vorhergesagt. Hat ja Gott bestimmt. Das ist eine Bestrafung für die Juden. Ihr wollt nicht das, was ich will. Na ja, gut, dann beten wir eben zu mir, nicht zu euch. Das ist total absurd. Ich persönlich kann jetzt das nicht als Bestrafung ansehen. Ich würde das einfach, ich hätte einfach Fragen. Ich würde zum Mohammed gehen und sagen, wieso hat Gott das nicht von Anfang an gemacht, dass man von Anfang an nach Mekka betet und quasi dann zeigt, dass das irgendwann an einem Streit entstehen würde? Weil er weiß ja, was passieren würde. Nicht? Nein, das konnte er nicht wissen.
Ja, wieso nicht? Ich meine, er ist ja Gott. Ja, aber alles. Die Juden, die machen doch sowieso, was sie wollen. Nee, die sind es die Moslems, die gemacht haben, was sie wollten. Nein, dass die Juden da nicht mitspielen. Das konnte er nicht. Ah, so. Aber nee, das kann ich nicht gelten lassen, weil hätten sie doch mitgespielt, dann wäre doch die Gebetsrichtung immer noch Jerusalem. Das wäre doch das Interessante daran. Wenn die mitgespielt hätten. Wenn die mitgespielt hätten, wäre Jerusalem immer noch das heilige Zentrum. Also, wenn ich Gott bin, macht diese ganze Gebetsrichtung Änderung einfach hinten vorne keinen vernünftigen Sinn. Nicht mal annähernd irgendwie, nicht mal als Bestrafung, das kann ich einfach nicht gelten. Ich komme da nicht drum herum, das zu sagen, dass das einfach völliger Schwachsinn ist. Ja. Jedenfalls hat sich dann diese Gemeinschaft angeblich immer vergrößert von Mohammed und in die Tausenden ging das. Also war innerhalb von wenigen Jahren wurden das auf einmal Tausende von Muslimen. Und da ist eigentlich der erste Staat dann entstanden mit quasi der muslimischen Großgemeinde in Medina. Wobei Medina hieß es immer noch nicht, das hieß erst dann Medina, als Mohammed quasi auch Mekka eingenommen hat. Das kommt dann ein bisschen später aber. Nur, wie finanziert sich so ein Staat, so ein neu gegründeter Staat von einer Parallelgesellschaft mehr oder weniger, muss man das sagen. Willst du das ein bisschen schildern, weil das findest du das sicher doch toll, wie Mohammed zu Geld gekommen ist. Hat doch sicher ein super Steuerwesen gehabt, oder nicht? Na ja, klar, so wie sich das in jedem ordentlichen Staat gehört. Nein, er war sehr kreativ, sagen wir es mal so rum. Er hat sich dann finanziert durch, ach Gott, wie willst du das jetzt politisch korrekt nennen? Also Muslime sagen, er hat sich ja eigentlich nur das, was er im Mekka verloren hat, wiedergeholt, indem er dann Karawanen überfallen hat und die dann ausgeplündert hat. Und dadurch, dass er dann auch Kosten hatte, musste er dann die umliegenden Dörfer überfallen und die ausplündern. Und dann durfte er auch ein paar Olivenhaine sich dann einverleiben, weil ja Gott gesagt hat, ein Fünftel gehört Gott, ein Fünftel Mohammed und die restlichen drei Fünftel werden dann aufgeteilt. Und so hat er dann am Anfang das finanziert, hat dann noch Leute, sagen wir mal, beherbergt, die er dann gegen eine Beherbergungsgebühr zurückgegeben hat. Also er hat ganz viele Sachen gemacht, wie zum Beispiel Leute geköpft, Leute einfach überfallen, Leute, vor allen Dingen weiblichen Geschlechts dann genommen und die dann weiterverkauft und wenn sie schön waren, hat er sie behalten und alle anderen verkauft und naja, so wie wir das heute halt in einem bestimmten Gebiet sehen, so in der Nähe von Irak und Syrien. In der Nähe, du meinst genau mittendrin. Naja, so quasi inzwischen, ja. Gut, du hast jetzt erwähnt, er hat sich das zurückgeholt von Mekka, was ihm genommen wurde in Mekka. Aber ich meine, in Mekka hatte er doch gar nichts. Das darfst du aber doch nicht sagen. Das ist doch nicht politisch korrekt. Es geht mir jetzt nicht um Politik, sondern generell, sondern was war in Mekka, was ihm quasi genommen wurde, dass er sich zurückgeholt hat? Was nee, das weiß man nicht so genau. Aber trotzdem sagen muss niemand, dass es so war. Aha. Jetzt für mich persönlich nicht sonderlich einleuchtend, aber lassen wir es auch gelten. Gut, gehen wir zurück. Warum war es in Medina, in diesem Yathrib, der erste eigentlich Staat? Er kam dann irgendwann so an die Macht und so wurde so wohlhabend, dass er mit den umliegenden Stämmen und Klänen einen Vertrag geschlossen hat. Und einen Staatsvertrag, mehr oder weniger, so zumindest die Tradition erzählt es uns. Das heißt, er hatte die Festgläubigen, die Richtiggläubigen, die Muslime, die Muselmänner und dann hat er die Verbündeten, die Anschar und dann hat er halt die Juden, die halt einfach da mit ihm lebten und quasi die gleichen
Ortschaften quasi benutzten und irgendwie muss man halt miteinander leben. Da wurde dann quasi ein Staatsvertrag, der erste Staatsvertrag angeblich der Welt überhaupt etabliert und unterschrieben von ihm und allen Häuptern, wenn man das so nennen will. Und da ist dann der Staat quasi etabliert worden. Wir haben also hier einen Staat, der wirklich sich nicht generell um Religionen eigentlich schert, sich nicht generell um Zugehörigkeiten der Familien schert, nicht also, dass quasi das, die Blutsverwandtschaft interessant ist. Das wurde alles aus dem Weg geschafft. Also man hat versucht, quasi ein gemeinsames Leben aufzubauen mit verschiedenen Aspekten. Da kann man sagen, kann man den Mohammed zugute tragen und ihm das eigentlich hoch anrechnen, dass er sich nicht interessiert hat über Religionszugehörigkeit, genau, über die Blutsverwandtschaft, über die Hauptfarbe, hat ihn das alles nicht interessiert. Das kann man sagen, ist eigentlich ein guter Aspekt. Das Einzige, was halt war, er wurde immer noch und musste mehr oder weniger in diesem Vertrag als Oberhaupt irgendwie angesehen werden, als politisches Oberhaupt über dieses ganze Gebilde. Und das wurde schon da Oma angeblich genannt, also schon da Familie. Ganz gleichgültig, wie gesagt, Hautfarbe und. War alles völlig egal, sondern er musste einfach als Oberhaupt dieser politischen Gemeinschaft anerkannt werden. Und angeblich ging das auch eine Zeit lang gut. Bis dann halt die Mekkaner die Schnauze voll hatten von diesen Überfällen auf die Karawanen, dass halt ihnen erstens Proviant abhanden ging, zweitens die Profite abhanden gingen. Die hatten dann einfach irgendwann die Schnauze voll und da starteten dann angeblich die ersten richtigen Kriege von der Umma gegen die Ungläubigen überhaupt. Und ja, ich denke, das war so der erste Teil vom ersten Kalifat überhaupt. Nächstes Mal sprechen wir dann, wie sich das entwickelt hat, bis zum Tod von Mohammed. Ich denke, wir haben das jetzt gut ein bisschen aufgedröselt, wie das zustande kam, dieses erste Gebilde vom ersten Kalifat. Und in der nächsten Sendung schauen wir das genauer an, was das Kalifat wohl alles beinhaltet hat und wie sich dann das in Mekka entwickelt hat mit dem Sieg über die Mekkaner. Ich denke, wir haben das mehr oder weniger gut in der kurzen Zeit rübergebracht, oder meinst du nicht? Ja, das ist auf jeden Fall die Standard-Narrative, also die Standardversion, die Muslimen vorgesetzt wird in ihren Madrassas, ja. Standard, ich meine, wir haben keine andere. Es gibt ja drei verschiedene, das haben wir ja letztes Mal erklärt. Ja, aber ich meine jetzt, wie willst du die anderen Versionen bringen, wenn du keine Quellen hast? Gar nichts. Das meine ich. Also okay, ja. Das ist, wenn du... Du kannst entweder nach dem gehen, was wir hier aus den islamischen Texten haben oder halt aus den historischen. Ja, dann nennen wir mal historische. Wie willst du... Ja, nee, die fangen ja mit Moawiyah an. Ja, eben, dann kannst du ja nicht großartig über Mohammed reden. Das meine ich ja. Nein, das ist dann nicht der über den Mohammed, sondern der, das ist dann die Origin, also der Ursprung des Islam, nicht der Ursprung von Mohammed. Oder das andere Kalifat, das erste Kalifat mit anderen Quellen bezeugt sozusagen. Genau, ja. Ja, das ist immer problematisch, das politisch korrekt oder so rüberzubringen. Irgendwann muss man jemandem auf die Zehen treten, das ist halt so. Ja, der Moawiyah, der kommt dann, wenn ich das schätzen müsste, vermutlich so in der Sendung Nummer 8 oder so. Sendung Nummer 8 oder 7 oder 8 von dieser Serie. Früher eher nicht, weil es gibt schon
genug Stoff, jetzt traditionsbezogenen Stoff, den man noch erwähnen kann. Und ich persönlich finde diesen Stoff spannend, weil er eine gewisse Mentalität zeigt, wie Muslime ticken und wie sie das halt übernehmen und das quasi die ganzen heutigen Geschehnisse mit irgendwelchen Mythen und Legenden und Sagen abgleichen wollen. Oder halt komplett so abperlen lassen. Abperlen. So, wir machen jetzt noch den Hadithen und dann haben wir es mit der Sendung 85. Zeitlich. Ich dachte, ich könnte mal voraussagen. Das wäre doch mal ein Ding. Wenn ich zur gleichen Zeit sagen würde, was da jetzt rauskommt. Ja, muss das nächste Mal schneller sein. Nein, ich war ja dann genau gleichzeitig. Ich war ja genau richtig. Ja, hätte ich auch gesagt. Du warst genau richtig. Nein, ich hatte ja 85 gesagt. Da steht aber nicht 85, da steht. Ja, das wäre ja auch nicht schön gewesen, deswegen sage ich ja, schade, dass das jetzt nicht, das wäre ja jetzt das Ding gewesen, dass ich 85 sage, genau da kommt 85, das wäre mal toll. Da könnte ich mich registrieren lassen als Prophet. Und du willst ums Verrecken ein Prophet sein, ja. Ich will einen Prof haben, genau, ich muss einen Prof vor meinem Namen haben, da bin ich Prof für Prophet. Dr. Prof Stefan Kees. Dr. Prophet Stefan, ja. Da musst du aber noch ein bisschen mehr Stoff bringen, mehr Prophezeiungen. Ich habe jetzt den Hadith nicht gelesen, aber ich prophezeie, er wird sinnlos sein. Der war jetzt gut. Gott, der Erhabene, sagte, unter den Gläubigen gibt es Männer, die wahrgemacht haben, was sie Gott gelobten. Manche haben ihr Gelübde erfüllt, andere warten noch auf die rechte Gelegenheit, ohne aber ihren Vorsatz geändert zu haben. Das ist die Einleitung zum Hadith. Achso, ich wollte jetzt sagen, ich warte auch noch, ja. Das ist einfach, ich weiß nicht, wieso man das jetzt so machen muss, aber naja. Anas ibn Anadar, mein Onkel väterlicherseits, hatte an der Schlacht von Badr nicht teilnehmen können. Er sagte zum Propheten, O Gesandter Gottes, ich war nicht dabei, als du die erste Schlacht gegen die Götzendiener geschlagen hast. Aber wenn Gott mir Gelegenheit gibt, gegen diese Menschen zu kämpfen, so wird er gewiss erkennen, mit welchem Eifer ich für seine Sache streite. Warum verschwindet jetzt die Sonne, meine Fresse? Am Tag von Uhud flohen die Muslime von ihren Feinden. Als Ibn Anadr das sah, rief er, O Gott, ich bitte dich um Verzeihung für das, was diese Leute tun. Er meinte damit seine fliehenden Gefährten. Und ich werde frei von meiner Schuld durch das, was jene Leute tun. Damit meinte er die Götzendiener. Darauf eilte er den Feinden entgegen. Er traf auf Sa'd ibn Mu'adh und sagte, O Sa'd, das Paradies, ich rieche den Duft des Paradies von Uhud her. Sa'd sagte später zum Propheten, O Gesandter Gottes, ich könnte das nicht, was er tat. Wir fanden Ibn Anadr auf dem Schlachtfeld. Sein Körper wies mehr als 80 Verletzungen auf, die ihm die Schwerter, Lanzen und Pfeile der Feinde beigebracht hatten. Er war tot. Die Götzendiener hatten ihn aufs Grausamste verstümmelt. Nur seine Schwester war noch in der Lage, ihn anhand seiner Fingerspitze zu identifizieren. Wir alle hatten den Eindruck, dass der Vers unter den Gläubigen gibt es Männer, wegen ihm offenbart wurde, wegen ihm und seinesgleichen, die wahrgemacht haben, was Gott gelobt hat. Was haben wir jetzt gelernt? Dass hier prophezeit wurde bezüglich der Fingerspitzen, die Fingerabdrücke quasi prophezeit wurden, dass die einmalig sind bei jedem Menschen. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, aber gut, ja. Ich habe das Wort Fingerspitze gesehen, aber sonst nicht. Du weißt, dass das Wort Fingerspitze Bananen im Koran erwähnt wird als das Abschlagen von Fingerspitzen. Genau, ja. Ich weiß das, ja. Und auch da wird gesagt, damit man die nicht identifizieren kann, weil da wurde quasi auch schon prophezeit, dass die Fingerabdrücke einmalig sind und deshalb man sie abschneidet, bla bla bla. Wobei halt das überhaupt gar keine Belege dazu gibt, sondern dass man einfach
heute in Einklang bringt mit dem neuen Wissensstand. Also ich persönlich bin jetzt nicht so überzeugt und so begeistert und quasi, machen die Muslime, was sie wollen damit. Ich persönlich kann nichts damit anfangen. Ich vermute eher, dass halt der Typ, von seiner Schwester darum an der Fingerspitzen erkannt wurde, weil er da gewisse Verletzungen vermutlich hatte und sie wusste von diesen Verletzungen ganz genau, weil die in der Kindheit vielleicht passiert sind und. Ich interpretiere das eher so. Aber naja. Was weiß ich schon? Ich meine, ich bin ein gottloser, schlechter, unmoralischer, dreckiger Mistkerl, der keine Ahnung hat von Leben und ohne Gott bin ich leer und mein Herz platzt jeden Moment, weil da kein Gott drin ist und. Ich will noch ganz kurz den letzten Kommentar, den ich mitbekommen habe von einem Muslim, den ich lustig fand, eben bezüglich meiner Person, muss ich nur kurz aufrufen, einen kurzen Augenblick. Wo war der? Da ist er. Also, von einem Typen, der heißt Ben auf YouTube. Wenn du dich selbst liebst, liebst du deine Mitmenschen. Wenn du dich selbst hast, hast du deine Mitmenschen. Deine Beziehung zu den anderen ist nur ein Spiegelbild. Das wurde mir quasi vorgehalten. Weil ich nichts mit Bärten in Europa, mitten in Europa anfangen kann und komischen Hüten, also mit komischen Bärten, mit Oberlippenbart abrasiert und komischen Hüten, die eigentlich auf dem Balkan eher verbreitet sind, anfangen kann und das quasi geschildert habe, dann wurde mir gesagt, dass ich halt alle diese Menschen hasse wegen ihren Bärten und Hüten und das sei nur ein Abbild von mir selber und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, und wenn du über andere irgendwelche Urteile fällst, fällst du ohne jegliche Relevanz zu irgendwas über dich selber, ohne Relevanz zu irgendwas Urteile. Also, ja, wird einfach auf meine Person quasi versucht einzudreschen, anstatt zu erklären, warum diese Bärte da sind und warum so komische Hüte da sind. Naja. Ja, das brauchen manche. Ich wünsche allen einen schönen Tag, wobei ich selten eigentlich wünsche. Mir kommt das immer über die Lippen. Ich wünsche nie irgendwas, weil würde ja bedeuten, ich glaube an was Höheres, das den Wunsch erfüllen kann. Trotzdem, hoffentlich habt ihr einen schönen Tag. Lest die News noch und guckt euch das Video an über die Hochhäuser. Das ist recht interessant, das ist ein kurzer Clip. Und schreibt unter das Video, kommt nächstes Mal in die Sendung. Ganz besonders sind die Muslime damit angesprochen. Willst du noch was loswerden? Irgendwas? Nee. Ciao, genießt den Tag. Orbi et Orbi.